Und ich begrüße ganz herzlich Dominik Bartsch. Er ist der Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in Deutschland. Herr Bartsch, hat der EU-Türkei-Deal noch eine Zukunft, so wie er jetzt ist? Davon gehen wir aus, denn Sie dürfen nicht vergessen, die Türkei ist das größte Aufnahmeland der Welt. Sie hat 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Das ist eine ganz große Leistung und trotz der Schwierigkeiten, die momentan aufgetreten sind, gehen wir davon aus, dass dieses Abkommen, diese Übereinkunft weiterhin eine Zukunft hat. Ja, aber es gibt ja den Verdacht, dass die Türkei nicht mehr so genau hinschaut, also zulässt, dass vermehrt Flüchtlinge nach Griechenland kommen. Welche Informationen haben Sie da? Das können wir so nicht bestätigen. Wir wissen aber, dass auch viele der Neuankömmlinge auf den griechischen Inseln zum Beispiel aus Afghanistan kommen. Und das hat auch damit zu tun, dass einige der Afghanen im Iran Schutz gefunden hatten und aufgrund der wirtschaftlichen Lage in diesem Land jetzt auch unter großem Druck sind. Also hier ist ein sehr komplexes Gefüge und man kann das nicht auf eine Gruppe oder auf einen Tatbestand subsumieren. Wie sehr steht denn Erdogan im eigenen Land jetzt unter Druck? Also inwieweit hat sich in der Türkei die Einstellung gegenüber der Flüchtlinge, also bei der Bevölkerung, verändert? In der Bevölkerung gibt es ganz sicher weniger Solidarität und weniger Unterstützung. Das beobachten wir auch mit großer Sorge, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die allermeisten syrischen Flüchtlinge nicht in Lagern leben, sondern dass sie in den Regionen wohnen, dass sie dort unterstützt werden. Und wenn hier der Druck von Seiten der türkischen Bevölkerung wächst, und momentan haben wir auch wirtschaftlich eine Situation, die nicht ganz so einfach ist, dann ist in der Tat eine Gemengelage, die nicht sehr positiv ist. Die Türkei hält ja der EU vor, sie halte sich nicht an die Vereinbarung bei diesem Pakt. Was sagen Sie dazu? Die Übereinkunft als solche sieht in mehreren Zügen unter anderem auch vor, dass die EU die Türkei finanziell unterstützt. Das wurde in Tranchen verhandelt. Das ist ein bisschen kompliziert, wie das über die Projektfinanzierung dann läuft. Aus unserer Wahrnehmung läuft diese Unterstützung schon. Aber es ist auch klar, dass mit 3,5 Millionen Flüchtlingen und die türkische Regierung gibt ja hier Milliarden aus, dass da vielleicht noch zusätzlich Unterstützung vonnöten wäre. Herr Erdogan will nun auch eine Pufferzone an der Grenze zu Syrien errichten, also eine Sicherheitszone. Wie realistisch ist das denn? Wir glauben nicht, dass das ein realistischer Ansatz ist, gerade in einer Situation, in der natürlich in Syrien nach wie vor Kampfeshandlungen stattfinden. Und ich glaube, die Weltgemeinschaft hat auch keine sehr positiven Erfahrungen gemacht mit solchen Schutzzonen. Ich erinnere an Srebrenica. Ja, inwieweit wird Ihnen Europa denn bei diesem Plan unterstützen? Das kann ich schwer beurteilen. Ich glaube, insgesamt ist die internationale Gemeinschaft da etwas zögerlich, diesen Ansatz einer Schutzzone auf syrischem Gebiet zu unterstützen. Wir haben es eben schon angesprochen, es kommen immer mehr neue Flüchtlinge und die Lager in Griechenland sind überfüllt. Wir haben dort schon dramatische Bilder gesehen, vor allem bei der Situation in Lesbos. Was wissen Sie darüber? Was können Sie uns für Eindrücke schildern? Vielleicht auch, was Ihre Kollegen erzählen? Die humanitäre Situation auf den Inseln, in den Erstaufnahmelagern dort, ist natürlich sehr, sehr besorgniserregend. Sowohl was die Versorgungslage angeht, als auch Zugang zu medizinischen Dienstleistungen und einfach die Grundversorgung. Also von der Warte her ist diese Situation untragbar. Was jetzt passiert ist, das Feuer, das ausgebrochen ist, die Unruhen, das ist leider auch nichts Neues, denn das hat uns schon seit langer Zeit begleitet. Die Situation in diesen Hotspots ist sehr, sehr angespannt und das hat in erster Linie damit zu tun, dass sie völlig überfüllt sind. Da sind dreimal so viele Menschen untergebracht, wie Kapazitäten bestehen und von daher ist die Situation, muss wirklich sehr, sehr schnell angegangen werden. Wir fordern deshalb... Das wollte ich Sie jetzt fragen. Was fordern Sie jetzt? Was muss passieren? Horst Seehofer macht sich ja heute auf den Weg nach Athen.
Also einmal müssen wir ganz sicher die Zahlen der Menschen, die in diesen Zuständen, in diesen Umständen leben, runterbringen. Und dementsprechend muss auch eine Überführung auf das Festland stattfinden. Gleichzeitig löst das ja jetzt erstmal nicht das Grundproblem. Denn das Grundproblem ist die Tatsache, dass die Asylverfahren so lange dauern und dass Menschen auf so lange Zeit hin in Ungewissheit leben, ob sie tatsächlich einen Status erhalten oder ob sie möglicherweise zurückgeführt werden. Und hier ist wirklich eine gemeinsame Anstrengung gefordert, auch von europäischer Seite, um hier die griechischen Asylbehörden so zu unterstützen, dass sie jetzt schnellstmöglich die anhängigen Verfahren erledigen können. Also da wird Deutschland auch noch einiges tun müssen. Das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Das betont Horst Seehofer immer wieder. Ja, wie sehr hat er denn wirklich Einfluss darauf? Ich glaube, gerade jetzt, nach den Gesprächen, die in Malta stattgefunden haben, in denen es zumindest mal eine erste Übereinkunft gibt, wie mit der Seenotrettung umzugehen ist. 4 Staaten, Deutschland, Frankreich, Italien und Malta, haben sich in großen Zügen darauf verständigt, wie das zu funktionieren hat. Und hier ist ein großer, großer Fortschritt erzielt. Und wir glauben, dass es auch damit die Möglichkeit gibt, europaweit diese Frage besser anzugehen. Und ich betone nochmal, dass es hier jetzt nicht darum geht, Flüchtlinge zu verteilen, sondern in erster Linie sicherzustellen, dass Flüchtlinge, die aus Seenot gerettet wurden, dass die in einen sicheren Hafen kommen und dass sie dann Zugang zu einem Verfahren haben. Nicht jeder, der im Schiff ankommt, hat auch gleichzeitig das Recht, permanent in Europa zu bleiben. Er muss erstmal durch ein Asylverfahren gehen. Und darum geht es, den Zugang zum Asylverfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Dominik Bartsch. Vielen Dank nach Berlin. Ich danke Ihnen.